Nach langer Vorbereitung wird Mönchengladbach am Sonntag zur Tour de France Stadt. Für die Bürger bedeutet das aber nicht nur ein sportliches Großereignis in der Stadt, sondern auch einige Einschränkungen. Am Sonntag werden alle Straßen auf der Strecke von 8 bis 18 Uhr gesperrt sein. Zusätzlich wird auch die Ab- und Zufahrt der A61 in Wickrath gesperrt sein. Aber schon einen Tag vor der Tour sollten die Anwohner auf der Strecke aufmerksam sein. Zunächst mal sollte er Samstag schon mal sehen, welche Schilder vor seiner Haustür stehen. Steht da nämlich Halt, Verbot, dann bitten wir, dass die Fahrzeuge bis 18 Uhr versetzt werden. Und von daher auch nochmal mein eindringlicher Hinweis und auch Bitte, die Fahrzeuge frühzeitig zu versetzen. Wir haben dafür für die Anwohner auf verschiedenen Schulhöfen die Möglichkeit gegeben, ab 16 Uhr sich dort abzustellen. Und dann kann man bis zum nächsten Tag um 20 Uhr auf dem Schulhof stehen bleiben. Zusätzlich können Anwohner die rund 10.000 Parkplätze am Nordpark nutzen. Von dort aus fahren zwischen 10 und 19 Uhr kostenlose Shuttlebusse zur Aachener Straße und zur Mittelstraße in Reit. Wer am Tourtag die Strecke überqueren möchte, um auf die andere Seite der Stadt zu kommen, hat dazu bis 10 Uhr die Möglichkeit. Dafür gibt es 4 extra eingerichtete Streckenquerungen. Und zwar an der Korschenbrucher Straße, Ecke Volksbadstraße, an der Reiterstraße, Ecke Hof- und Brunnenstraße, an der Wickrather Straße, Ecke Tippwig und Berliner Straße und am Restrauch, Ecke Geistenbeckerring. Nur an diesen 4 Punkten und auch nur bis 10 Uhr kann die Strecke noch mit dem Auto überquert werden. Sorgen machen, dass Rettungsdienste oder Feuerwehr nicht rechtzeitig zu einem Notfall kommen, muss man sich aber nicht. Weil die Stadt natürlich, wie ich sagte, in 2 Teile geteilt ist. Wir müssen natürlich alle Dinge weiter garantieren, um die Sicherheit auch der Bevölkerung zu halten. Von daher ist alles doppelt angelegt, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Von daher ist man, denke ich, noch auf einer sicheren Seite wie ansonsten. Eine Ausnahme der Sperrungen betrifft die Bismarckstraße. Dort wird am Sonntag die erste Sprintwertung genommen. Die Generalprobe dafür gab es ja schon letzten Sonntag beim Pre-Sprint. Deshalb wird die Bismarckstraße bereits am Samstag ab 16 Uhr gesperrt sein und auch den ganzen Sonntag gesperrt bleiben. Nach monatelanger Vorbereitung ist jetzt also alles bereit für die Tour de France in Mönchengladbach. Was jetzt nur noch fehlt ist zunächst mal schönes Wetter und dass hoffentlich alles glatt läuft.